Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Und ihr seht richtig, wir sind wieder auf der PlayStation Vita unterwegs und zwar heute mit The Walking Dead Season 1. Habe ich komplett, Moment, wo liegt's? Hier. Komplett als Retail mir aus Amerika kommen lassen. Deswegen ist jetzt leider hier, ja, die Sprachausgabe, glaube ich, auf Englisch. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht ist es auch auf Deutsch. Schon wieder lange her, dass ich das da drin hatte hier. Auf jeden Fall richtig geil. Quasi ein The Walking Dead Spin-Off Zeichentrickfilm mit Spielelementen auf der PlayStation Vita. Gibt es natürlich auch für PlayStation 3 und PlayStation 4 und Xbox und was weiß ich, schlag mich nicht tot, für eigentlich so ziemlich jedes System. Oder auch The Wolf Among Us und mittlerweile auch die Second Season, also die zweite Staffel. Und ist einfach sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem bei dem Spiel ist sehr entscheidend, welche Entscheidungen man trifft. Je nachdem entwickelt sich die Story. Dass die Charaktere wissen, oh, der hat mich angelogen. Oder, oh, das ist aber ein Brutalo. Oder das ist ein Kindermörder. Was weiß ich, was man da so alles ja, lostreten kann mit seinen eigenen Entscheidungen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Verbindung wird hergestellt. Wenn die Anzeige zu sehen ist, werden Fortschritte gespeichert und so weiter. Okay. Spielhilfeoption. Entschuldigung. Das kam jetzt sehr unvorbereitet. Steuerung, so wird gespielt. Einstellungen. Audiovisuell. Ja komm, wir lassen die Musik mal ausnahmsweise an. Ich glaube, da kann nicht viel passieren. Steuerung, so wird gespielt. Benutze L, um Lee zu bewegen und die Welt zu erkunden. Er bewegt das Fadenkreuz und lässt dich mit Dingen, die du siehst, interagieren. Drücke X, Kreis, Viereck und Dreieck, um Aktionen oder Antworten auszuwählen. Und gelegentlich einem Zombie den Kopf wegzupusten. Das ist doch sehr, sehr schön. Wenn man nochmal auf Steuerung klickt, sehen wir hier Aktion, 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 Cursor bewegen und Figur bewegen. Ja, das ist doch mal ein sehr schönes Schema. So, Spiel. Standardsteuerung oder Touchsteuerung? Ich nehme die Standardsteuerung. Ich mag Touch nicht so. Weil ich habe so fettige Finger. So, Standard. Mehr Hilfe von den Benutzeroberfläche und Feedback bei wichtigen Entscheidungen. Minimal deaktiviere Tipps, Hilfestellungen und Wahlmitteilungen auf der Benutzeroberfläche. Nee, ich möchte da auch bitte Standard. Dankeschön. Episode 1. Ein neuer Tag. Auf geht's. Das ist so in einem richtig geilen Stil. Wer es noch nicht kennt und wer es unterwegs spielen möchte, auf jeden Fall zuschlagen. Hat aber nichts mit der Originalstory von The Walking Dead zu tun, muss ich dazu sagen. Ist halt, wie gesagt, ein Spin-Off, eine Parallelstory, ein Paralleluniversum mit Parallelzombies. Diese Spielereihe passt sich von dir getroffenen Entscheidungen an. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Manchmal muss man aber so schnell Entscheidungen treffen, das ist scheiße. Das ist richtig nervig. So. Von denen ist übrigens auch Telltale Stories, ich glaube auch die Borderland Stories da. Naja, ist offensichtlich dann doch deutsch, obwohl ich es mir aus Amerika hab schicken lassen. Well, I reckon you didn't do it then. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Every time? Every time. Ach, Ziele auf den Rückspiegel. Okay. I followed your case a little bit, you being a making boy and all.
from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Oh, jetzt hängt's. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Officers are available for incoming 212. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama! It's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Watch out! This other time... Ich hab ihm noch gesagt, pass auf. Ja, das kommt davon, wenn man nicht auf mich hört. So, jetzt kann ich mal ein bisschen leiser machen. Ja, und da habt ihr schon gesehen, wie das so läuft. Man trifft halt Entscheidungen, indem man die verschiedenen Aktionstasten drückt oder man mit so einem Steuerkreuz oder Fadenkreuz durch die Gegend guckt und Aktionen drückt. Ja, und jetzt kann ich hier, da haben wir schon, da wird so ein Hilfepunkt anvisiert, hier ansehen Gewehr oder ansehen Polizist. Hey, Officer, are you all right? I'm still cuffed back here. Okay, keine Reaktion. Können wir die nicht auch nehmen? So, was kann ich noch? Da tritt Fenster ein. Nochmal. So, würde ich sagen, aussteigen, oder? Bewege dich jetzt mit Hilfe des linken Sticks. Ach so, okay.
So ein bisschen erinnert das an Point-and-Click-Adventures, würde ich mal so sagen. Das ist so die neue Form von Point-and-Click. So, am Auto entlang. Machen wir. Nee, geh nicht auf den zu. Erstmal hier das Gewehr. Komm, ich möchte das Gewehr haben. Gewehrpatronen. Oh, mein Gott, ey. So, das Gewehr nehmen wir natürlich auch noch. Ach, stell dich nicht so an, Junge. Ist doch kein Mädchen, oder? Ja, dafür haben wir ja die Patronen eingesammelt. Jetzt legt er das wieder dahin? Ist der doof? Wir haben doch die Gewehrpatronen. Mein Gott, jetzt muss ich erstmal dazu ihm hingehen. Dass der aufsteht, steht doch jetzt wohl außer Frage. Oder? Ja, ist klar. Ja, der ist schon vorsichtig. Ja, das hätte er jetzt auch noch selber machen können. Oder? War doch klar. Wegkrabbeln, wegkrabbeln, wegkrabbeln. Komm, wo ist das Gewehr? Nimm das Gewehr, Mann. Nimm das Gewehr. Du hast doch Muni. Ah, Trottel. Doch, mach mich. Mach, dass ich es tun muss. Jawohl. Kopf weg. Mach den Kopf zu. Ist das ein dummer Spruch. So. Jetzt können wir uns den noch ein bisschen angucken. Ja, normaler Polizist. Nein. Nein, nein, nein. Sowas wollen wir gar nicht erst sagen. Oh, ein kleines Mädchen. Help! Go get someone! There's been a shooting! Irgendwo höre ich doch da jetzt was. Tja, das passiert, wenn man schießt. Dann kommen halt noch mehr Zombies. Deswegen immer schön Messer. Immer mit dem Messer in den Kopf. Komm, gib Gas. Über den Gartenzaun, da bist du sicher. Ich habe schon so manchen Stacheldrahtzaun in Walking Dead umfallen sehen. Da ist so ein Gartenzaun ein bisschen... Naja. Unsicher. Maschendrahtzaun in the morning. Fällt mir gerade so ein. Ja, so ein Maschendrahtzaun, der hätte jetzt das Ganze ausgerissen.
Ja, und so geht's eigentlich im Großen und Ganzen weiter, ne? Man geht quasi... Hello? Anybody? Die sehr geradlinige Story, muss man sagen. Also die Story ist schon sehr, sehr vorwegbestimmt. Aber man hat halt Entscheidungsmöglichkeiten, wie dass man Leute anlügt oder auch nicht anlügt. Und ja, ihr seht jetzt eigentlich, es ist vorprogrammiert, dass ich in dieses Haus gehen soll. Wenn ich jetzt da lang gehen wollen würde, das Tor, das ist abgeschlossen, da komme ich nicht lang. Also es geht nur der Weg ins Haus, wo wir dann das Mädel finden und das uns begleitet und so weiter. Es ist sehr, sehr geradlinig. Aber die Story ist sehr, sehr gut gestrickt, sehr spannend. Und ja, zwischendurch mal ein bisschen Action, dann wieder ein bisschen puzzelmäßig. So, nachher sind wir in einem Laden gefangen, da müssen wir ein paar Sachen zusammensuchen, um verschiedene Sachen zu erreichen, wie halt in Point-and-Click-Adventures früher. Und es macht jede Menge Spaß. Die Atmosphäre ist geil, die Musik ist geil. Synchronisierung in Deutsch wäre jetzt noch wirklich das i-Tüpfelchen gewesen, das leider fehlt. Aber dafür hat man ja deutsche Untertitel und lesen können wir ja. Meiner Meinung nach alle, obwohl es 3 Millionen oder 4 Millionen Menschen in Deutschland gibt, die nicht lesen und schreiben können. Ja, da sollte man sich nicht drüber lustig machen. Okay, auf jeden Fall Kaufempfehlung von mir. Ich weiß gar nicht, ob es hier in Deutschland überhaupt als Retail-Copy zu kaufen ist. Ich habe es mir, wie gesagt, aus Amerika kommen lassen, weil es das zu dem Zeitpunkt nicht hier in Deutschland gab, sondern nur im PSN. Aber auf jeden Fall totale Kaufempfehlung von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst den Daumen nach oben und den Kommentar unterm Video nicht. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.